Hier ist ein Weltereignis. An unseren fruchtbaren Küsten. Ich hätte nicht erwartet, auf dieser Insel jemanden vorzufinden. Und warum nicht? Das ist Englerland, die Heimat von Sachsen und Dänen. Unsere Küsten stehen für Handel offen. Englerland? Das hätte ich mir anders vorgestellt. Viele aus Nordwege bringt die Reise aus der Fassung. Aber zum Glück hast du mich, um dich zu leiten. Ich kenne das Land besser als meinen Sohn. Geht es dir gut? Mein Sohn treibt sich mit den Pikten nördlich vom Hadrianswal herum. Wer weiß, was sie für Pläne ausbrüten. Oder was für Leute sie schicken würden, um mich auszuspähen. Du meintest, du wolltest mich herumführen? Natürlich, ja, herumführen. Folge mir. Hier ist Lunde, die Stadt, die vor langer Zeit von Römern erbaut wurde. Solche Baukunst haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Man muss wohl mit dem arbeiten, was man hat. Was ist hier, Lunden? Um was geht's jetzt? Um was geht's denn jetzt hier eigentlich? Das sind die Klippen von Dofras, bekannt für ihre Schwalben. Mhm. Okay. Das ist ein bisschen traurig irgendwie. Jovorvik oder auch Jorvik, die dänische Handelsstadt. Erzähl das nicht weiter, aber König Alfred hat einen Plan für Jovorvik. Verstehe. Also die kleine Führung hätte ich wahrscheinlich schon wirklich am Anfang. Das ist der Hadrianswall. Unsere letzte Verteidigungslinie. Der Hadrianswall. Das ist eine Linie. Ja, also da muss man schon ein bisschen Fantasie haben, ne? Also wenn man den vorm echten Hadrianswall steht, dann ist das natürlich Maßstab 1 zu 1 Million hier. Hier. Und was soll das sein jetzt hier? Ein Haus von... Ein Langhaus? Nein, das ist ein normales Haus. Von Und nichts. Die Führung endet in Winchester. Winchester im Herzen von Westsex. Wo ist König Alfred? Diese ehrlosen Pikten. Sie haben den König entführt. Wir müssen ihnen nach. Nördlich des Hadrianwalls. Wo bist du, mein König? Irgendwo muss er ja sein. Irgendwo, ja. Also wir haben zumindest ein Opal, das ist schon mal was wert gewesen. Jetzt gehen wir jetzt wieder zum Hadrian mal, da wo wir quasi hergekommen sind. Mein König, ich komme. Der hat doch voll ihn an der Lattenzaun, also den muss man erstmal irgendwie runterschubsen. Irgendwo. So, Hadrianswall. Wem retten wir jetzt hier? Irgendeine Puppe? Ah, hier ist ein Lager. Oh. Gefährlich. Was denn jetzt? Soll ich jetzt suchen? Ah, hier. Ja, hier ist eine Puppe. Da hinten. Der Wunsch einer Mutter, John. Dies wird mein letzter Winter sein. So sagt es die Seherin. Wenn die Erde meine Knochen aufnimmt, musst du herkommen und für deinen Vater sorgen. Es ist noch der Mann, den ich ehelichte, doch sein Verstand ist umnachtet. Ich fürchte, er wird an einen düsteren Ort gesandt. Sollte er so sterben, bitte bemühe dich, im friedlichen letzten Tage zu bereiten. Manche sagen, die Götter entscheiden, wohin wir nach dem Tod gehen, aber ich denke, wichtig ist, wie wir leben. Dein Lohn wird groß sein. Azar. Also, und hier ist jetzt was. Mit den Dingen sollen wir interagieren? Ja. König Alfred, oder? Mein König, was ist passiert? Oh, oh. Warum sprichst du nicht? Wer in Hels Namen bist du? Warum durchwühlst du meine Sachen? Bei Thors Eiern! Warum hast du sie zurückgeholt? Er ist wieder ganz aufgeregt. Verräter, der König redet nicht mit mir. Du hast ihm die Zunge rausgeschnitten. Er hat keine Zunge.
Weil du sie rausgeschnitten hast. Du bist sein Sohn. Bestärke ihn nicht noch. Sein Verstand ist welk und ähnelt dem eines Kindes. Ich brachte ihn her, um seinen Wahn zu lindern, doch es wird immer schlimmer. Ich versuch's mit Vernunft oder versuche mitzuspielen, aber er hört nur, was er hören will. Er hört nur, was er hören will? Ich habe eine Idee, was dir helfen könnte. Wenn du mich lässt. Alter Mann, dein König ist von seinen Qualen ausgelaugt. Ich kann ihn reden hören, ganz leise. Er preist dich. Er sagt, er dankt... Hüsing. Er will Hüsing danken. Für seine Treue zur Krone. Was sagt er noch? Lügen können wir jetzt. Die Pikten ergeben sich. Erwache aus deinem Traum. Ja, ich würde sagen, erwache aus deinem Traum, ne? Das wäre jetzt so... Wir haben ja jetzt mit ihnen eine Verbindung aufgebaut und er sagt, erwache aus deinem Traum. Du lebst in einem Traum. Es ist Zeit aufzuwachen. Was willst du damit sagen? Was wahr ist, mag nicht so angenehm sein wie ein Trugbild. Aber du hast Menschen in dieser Welt, die dich ehren. Es kümmert mich nicht, was du für wahr hältst. Ich glaube daran. Ich glaube, dass Elfreth uns an die Pikten verkauft hat. Du hast dein Land und dein Volk verraten. Ich verurteile und entthrone dich. Eine schwere Entscheidung. Doch manchmal muss man eine Wunde ausbrennen, um sie zu heilen. Was war jetzt hier die richtige Entscheidung? Ich wusste, dass das Ende nicht leicht wird. Aber manchmal wiegt die Bürde sehr schwer. Was du tust, ist ehrenhaft und mutig. Und die Götter wissen das. Viel Glück für dich. Immer noch im Krieg mit England? Ja, komisch wieder, ne? Sehr alte Fuchs lässt nicht locker. Ein neues Engländerland. Ich bin beeindruckt. So ist die Mission.